Hallo ihr Lieben, wir sind heute bei Kinara Gemüse bei Johannes Schwarz und seinem Kollegen Tim Meyer, die für uns ein paar tolle Tomatensachen kochen und uns auch alles mögliche über verrückte Tomatensorten erzählen. Ja, wir haben uns hier auf Tomaten spezialisiert. Wir haben ungefähr 60 verschiedene Sorten dieses Jahr im Anbau. Das Tolle ist halt einfach die Vielfalt. Es gibt grüne Tomaten, dunkle Tomaten, gelbe, rote, orange. Zum Beispiel hier also diese Ananas Noir ist eine wunderbar tolle Sorte, die einen sensationellen Geschmack hat. Oder auch die Chocolate Stripes, eine sehr, sehr dunkelrote, wie man hier sieht, Sorte mit einem kräftigen Aroma. Und was ich auch ganz toll schätze, sind grüne Tomaten. Unbedingt mal ausprobieren zu Hause. Die haben immer so was toll Meloniges. Wäre mal mein Tipp, um mal was anderes auszuprobieren. Aber du meinst die Sorte und nicht unreife Tomaten? Ich meine die Sorte, genau, die ist reif auf jeden Fall, die ist weich auch. Unbedingt reife Tomaten essen, weil es natürlich klar, unreife Tomaten unten sind halt wichtig. Und hier sehe ich schon die erste. Liegende schwarze Tomaten? Ja, die hat einfach keine Schnur mehr bekommen. Aber witzigerweise, daneben ist die gleiche Sorte, die ist hochgebunden. Die liegt, der geht's besser. Das ist halt eine Liegetomate scheinbar. Also Tim, sag uns, was du für Tomaten hast. Generell alles mediterrane, Bohnenkraut, Kerbel, Basilikum, Rosmarin, was bisschen spezielleres, Tagetes, Verbene. Thymianarten unten, das sind Zitronenthymian, Piemontes Blätter, eine super leckere Chili, Salbei. Es gibt nichts, was nicht passt, wenn man es nicht gut dosiert. Johannes zeigt uns jetzt noch, wie man Tomaten vermehrt aus eigenen Samen. Wir machen Nassvergärung. Dazu schneiden wir einfach schöne Tomaten auf, die wir ausgewählt haben. Und da sieht man jetzt diese Kammern hier. Genau, das sind samenfeste Sorten. Bei Hybriden kann man schon machen, aber da kommt ein totaler Schmarrn raus. Die sind praktisch stabil. Und hier sieht man diese Kammern, diese einzelnen. Und da sind die Samen drin und die kratzt man einfach mit so einem Löffelspitze oder so einfach raus, so Kammer für Kammer leeren. Genau, möglichst wenig von dem anderen Zeug mit, jedes Korn zählt. Jetzt haben wir hier praktisch die Samen mit dem Galert gesammelt. Dann fülle ich ungefähr, wenn es so voll ist, nur ein Drittel auf mit Wasser. Deckel ganz leicht drauf und stelle sie in die Sonne und lasse ungefähr 3 Tage stehen, bis die Samen leicht nach unten sinken. Das vergärt dann praktisch und dann kann man es abspülen, dann hat man ein ganz sauberes Korn. Das ist dann länger haltbar. Ja, am besten mit so einem Sieb und so einer scharfen Brause oder sowas mache ich. So eine Düse und dann ist es länger haltbar und ist keimfähiger. Und müssen aber noch trocknen dann. Ja, trocknen natürlich dann, genau. Wir haben es wirklich alles durchprobiert, was ihr gerade gesehen habt. Schmeckt alles super lecker. Wir hoffen, ihr habt jetzt Lust, auch wieder Tomaten anzubauen oder wenigstens aus den gekauften Tomaten ein paar schöne Sachen zu kochen. Bis dann. Tschüss.